Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich für euch endlich den Marens Weltdöner. Dafür braucht ihr Hähnchenfleisch, welches ihr in dünne, feine, aber breite Streifen schneidet. Dann mariniert ihr das Fleisch mit Teriyaki-Soße aus dem Asialaden, Salz, Pfeffer und etwas Zitronensaft und vor allem einer Mischung aus Olivenöl und Knoblauch. Das solltet ihr 1 bis 2 Tage ziehen lassen, dann ist es am besten. Aber 2 Stunden sind auch vollkommen okay. Als Soße machen wir diesmal wieder eine Big Tasty Bacon Soße. Dazu benötigt ihr Mayo, Ketchup, Liquid Smoke und eine Zwiebel. Außerdem braucht ihr Kebabbrote oder Fladenbrot und Salatherzen. Schneidet den Salat in mundgerechte Stücke, wenn ihr euer Brot aufbackt. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr direkt das Fleisch anbraten. Während das Fleisch brät, macht ihr eure Soße. Dazu gilt 2 Drittel Mayo und 1 Drittel Ketchup. Außerdem passt mit dem Liquid Smoke auf. Wenn ihr zu viel dazu gebt, ist das echt eklig. Hier habe ich alles in den Mixer getan und eine halbe Zwiebel dazu. Ihr könnt die Zwiebel auch in feine Würfel schneiden, das geht auch vollkommen klar. So, und bevor ihr das Ganze nun essen könnt, schneidet ihr das Brot auf, streicht zuerst die Soße drauf, legt dann den Salat und dann das Fleisch drauf. Schon seid ihr fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Also bis dahin, tschüss und guten Hunger.